Tja, Leute, was soll ich sagen? Jetzt habe ich heute nur auf die Nase gekriegt gefühlt und ich bin wieder ganz unten angelangt auf Rang 5. Hab im Prinzip nichts mehr zu verlieren und da habe ich mir gedacht, ja komm, also bei so einer Lose Streak, da kann ich mir auch nochmal den Exodia Mage ansehen. Der hat nämlich auch nicht bei mir funktioniert. Immer knapp verloren jedes Mal und jetzt bin ich eh gefühlstechnisch ziemlich am Boden mit dem Spiel, weil ich schon ein paar Folgen heute aufgenommen habe. Mill, Schurke hat nicht geklappt, Tokwoggle, Mill, Druide hat nicht geklappt und der astrale Druide von dem hat auch nicht geklappt. Und jetzt probiere ich mal den Exodia Mage und wenn der auch nicht klappt, dann muss ich wieder mit meinem Murloc Paladin oder was weiß ich. Oder mit dem Kingsbane-Schurken oder irgendwas krassem Metamäßigen nochmal probieren, weil ich weiß nicht, irgendwie soll nicht sein momentan. Bin aber die ganze Zeit am Überlegen, was man noch so machen könnte. Obwohl den. Ah, nee, gegen Priester lieber nicht. Ist schon okay so. Lieber darauf Poker noch mehr Card Draw zu ziehen. Ja, Exodia Mage, für die, die es nicht kennen, habe ich auch schon hunderte Male gespielt. Ein, zwei Mal war es sogar erfolgreich. Aber meistens eher nicht so erfolgreich. Playlisten findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal oder in der Infobox. Ich grüße euch. Gothic Society Clan. Die Sache ist die, man zieht die ganze Zeit Karten wie wild, Grüße. bis dass man den Antonidas auf der Hand hat mit, genau, Zauberlehrlingen. Dann spielt man halt, macht die Zauberlehrlinge günstiger und macht halt auch ganz viele Zauberlehrlinge. Und Ich hoffe, dass ich meine der Sinn ist, genau, der Sinn ist, die ganzen Zauberlehrlinge zu haben, vier Stück und dann mit Antonidas halt Infinite unendlich viele Feuerbälle dem Gegner um die Ohren zu hauen und so das Spiel quasi One-Turn-Kill zu beenden. Und man hat hier halt noch die Eisbarriere und Eisblock und so weiter, um zu überleben, bis dass man die Combo gezogen hat. Der Knackpunkt an der Sache ist, dass man meistens bis dahin schon tot ist. Bis dass man seine Combo gezogen hat. In den meisten Fällen. Deswegen sieht man den Exodia Mage auch so selten. Das war's. Warum der zweimal in dem Deck ist, verstehe ich nicht. Heute Abend. Tier 4 ist das Deck übrigens. T4. Will ich, dass er stirbt? Der den resurrected? Eigentlich nicht. Ja, also, wir haben zweimal den Arkanen drinne. Projekt. Da. War kein Intellekt. Ja, gut. Doch noch ein paar mehr Geheimnisse drin. Arkane Intelligenz. Eisbarriere, Eisblock. Nee. Nee, nee, sind doch nur drei. Hab ich mich verguckt gerade. Drei Geheimnisse. Was ergibt das für einen Sinn? Hm.
Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen allen zeigen. Ah, vielleicht war es ein bisschen wasted hier. Aber ich möchte vermeiden, dass er so schnell die Resurrect Power losstarten kann. Whatever it takes. Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen allen zeigen. Dummköpfe. Ah, jetzt passiert sowieso. Ah, das tut mir gar nicht weh. In dem Fall sogar gut, dass ich zwei von denen hatte. Ja, ja, damit habe ich gerechnet, das war klar. Whatever. Neun. Okay. Er hat 10 auf der Hand. Das heißt, ich könnte ihm eventuell gleich ein bisschen abmillen. Und ich habe die 2 Kombo-Karten kopiert, den mit den niedrigsten Kosten. Das heißt, der hier muss der niedrigste sein. Wählen wir vorhin Niederruf eine Kopie davon herbei, da kriege ich dann den 4. Das heißt, ich habe schon mal sehr viel von meiner Kombo am Start. Die habe ich jetzt auch noch. Nicht drauf geachtet, was er alles abgeschmissen hat. Ehrlich gesagt. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Und hier in dem Fall kann ich auch das Risiko eingehen, dass ich eine Karte mille, weil ich habe ja alle Kombo-Karten. Ich habe ja alle. Ah ne, den Imperator, der fehlt, ne? Ja, Imperator fehlt. Den sollte ich nicht abschmeißen. Das wäre doof. Ja, aber so viel Pech werde ich nicht haben, denke ich. Oder du? Meine Hand ist zu voll. Unglaublich. Grüße. Das war's. Mhm. Hätte ich doch besser das gespielt. Ja, das war ein Fehler. Ich hätte hier Kältekegel machen müssen, Guys. Definitiv. Aber ich habe noch eine Frostnova. Das ist natürlich schön. Dann spiele ich nämlich das Frostnova. Obwohl er 10 auf der Hand. Ich könnte auch noch mein Tiefenlicht-Orakel machen. Wenn ihr meint. Tiefenlicht-Orakel. Hand ist zu voll. Zack, zack. Und ich könnte sogar das hier noch machen. Interessant. Hand ist zu voll.
Denn noch eins davon? Ah, okay. Mies, mies, mies. Mies, 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 Alter. Da kriege ich jetzt die Hucke voll, du. Okay, das Ding fällt. Oh. Okay. Was für ein Hardcore-Pech. Na gut. Geht aber trotzdem auf, glaube ich. Spiele ich das, kopiert den Diener mit den niedrigsten Kosten. Das heißt, der wird kopiert. Richtig? Richtig. Und ich kriege nochmal Rüstung. Das heißt, im nächsten Turn spiele ich den Imperator. Tatsächlich die letzte Karte ist der Imperator-Geist. Es ist einfach unglaublich. So. Imperator wird gezogen, Imperator wird gespielt, dann sind alle günstiger. Und dann müsste ich einen Turn überleben durch einen Eisblock und dann müsste ich GG machen können. Theorie und Praxis, ne? Aber einfach so geht das nicht. 7, 8, 9, ne, geht nicht. 7, 8, 9, ne. Ne, also ohne Imperator geht es nicht, Freunde. Ohne den Imperator geht es nicht. So, next turn, GG. Next turn, GG. Sehr nice. 6, 7, 8, 9. Dann sind die hier for free und dann ist vorbei. Ich grüße euch. Und ich habe meinen Eisblock noch nicht mal getriggert. Easy. Oder? Tja, wer hätte das gedacht? Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich an der einen Stelle da den Fehler gemacht habe. Ich glaube, da hätte ich Kältekegel nehmen sollen statt Blizzard, aber sonst war es ja ganz angenehm. Holy shit. Mögen die Spiele beginnen. Ja, die zwei mache ich weg. Den irren Wissenschaftler behalte ich. Das gefällt mir gar nicht. Ich grüße euch. Seid gegrüßt. Ja, es ist schon ein bisschen besser. Wobei ich vermute, der wird aggro sein, dann freut er sich wieder darüber. Ja, ja. Besser nicht. Ich traf eine Frau ohne Sorgen.
Obwohl es cool gewesen wäre, wenn ich seinen Königsband, die Waffe abge... Aber nee, die hat er ja gezogen. Ne? Das wäre witzig gewesen. Dummköpfe! Okay. Das war's. Meine Hand ist zu voll. Verschwinden ist weg. Tun. I'm not surprised. Yo, mach's es. Ich glaube, der Trick ist auch, man muss den auf jeden Fall aufbewahren, bevor man die, also dass man das zusammen mit den dicken Zaubern spielt. Man darf nicht in die Verlockung geraten und den für irgendeinen Morgs raushauen. Oh, das könnte schon fast ein Blizzard wert sein. Ich denke ja. Oder? Oder mache ich dann nur Frost Nova? Ich mach's mal so. Vielleicht geht er mit der Waffe auf meinen Untergangsverkünder. Kann sein. Und spielt dann noch ein paar andere Sachen aufs Board und dann kann ich den mit dem im nächsten Turn machen. Das wäre cool. Denk nach. Oh nein. Was will ich? Was will ich? Die Karte habe ich, die Karte habe ich, die habe ich. Oh nein. Gut gespielt. Das ist natürlich jetzt eine Katastrophe, ne? Meine Hand ist zu Talnos weg. Forschungsprojekt weg, ist nicht so schlimm. Eisblock. Unglaublich. Realität erschaffen. Oh, jetzt habe ich ja 6 Rüstungen noch bekommen. Und das Board ist frei. Und das ist eine Karte, die möchte er auf jeden Fall nicht auf dem Feld sehen. Und ich habe auf jeden Fall keine Kombokarte verloren. Wow, 10 Damage. Gut gespielt. Wow. Das ist bitter. Okay, die zweite habe ich. Ja, also jetzt kriege ich schon 4 Stück. Ja, ist GG. Also, ich habe alles. Nein. Okay. Jetzt muss ich ja im Prinzip nur noch den spielen. Eure Macht von Rastaros! Ich habe die Kraft! Ja, und jetzt kann ich eigentlich schon... Ah, noch nicht ganz. Ah...
gut gespielt. Ja, klar, den will er loswerden. Ich glaube, sein Fehler ist, er hat zu viel getradet. Ja. Ja, er spekuliert natürlich auch darauf, dass ich was Wichtiges für meine Combo abschmeiße. Er kann ja jetzt nicht wissen, dass ich schon alles auf der Hand habe. Erfindung gefällt. So, jetzt spiele ich das hier noch. Entrinnen auch getriggert. Dann kann ich ja im nächsten Turn Action machen. Es sei denn, er spielt jetzt noch ein Secret. Dann natürlich nicht. Talnos, Bums, 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 Bums. Und gib ihm. Ja, Eisblock lief auch. Ist ein Win. Wie gesagt, ist ein Win. Es sei denn, er spielt jetzt seinen Eisblock. Gut. Ja, er spekuliert darauf. Boah, 14 Damage rein. Das schüttelt's mich richtig, ey. Wow! Nice! So muss das sein. Nach der harten Lose Streak, ey. Schön Card Draw. Ja, so will ich das sehen. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Wir kämpfen noch. Ich verrat's niemandem. Melde mich zum Dienst. Das war töricht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Zum Dienst. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Das war's. Oha, ich muss dringend einen Blizzard raushauen.
Wow, krass. Und das, ja, okay. Er gibt Gas, er gibt Gas. Wow, wow. Was ich für einen reinkriege, ey, übel. Hoffentlich bleibt der Talnos liegen. Das kann ich nur hoffen. Wow. Okay, einmal einfrieren kann ich ja auf jeden Fall noch. Nicht Jäger, Hero Power, bitte nicht Jäger. Okay, damit kann ich leben. Auch nicht gut, aber... Nee, ich hab verloren. Nee, ich krieg nicht schnell genug meine Combo. Nee. Da bin ich down. Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen alle zeigen. Nee. Selbst wenn ich den anderen Eisblock noch ziehe. Nee. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist doch mein Eisblock. Warte mal, wenn ich den jetzt spiele, könnte es sein, dass ich doch noch eine Chance habe? Nee, ich müsste Imperator und das spielen und das müsste mir den kopieren. Kann aber auch zwei von denen. Nee. Wollen wir drauf pokern? Ah, schade. Schade. Obwohl, 6, 7, 8... 6, 7, 8, 9, 10. Ich grüße. Das war ein Fehler. Wer ich bin, geht euch nichts an. Wow. Ach, schade. Hätte das Simulacrum-Spell den zweiten davon geholt, hätte ich gewonnen. Ihr braucht meine Hilfe. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr.
Das war's. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Lacker. Gute Leistung. So ein Lacker. Ja, ich hätte die einfach vorher raushauen sollen, glaube ich. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht so sicher, ob ich überhaupt... ob ich überhaupt zweimal den Mad Scientist brauche. Bei nur drei Secrets. Ich meine, jetzt in der letzten Runde hat man gesehen, ne? Der kann auch schon Spiele gewinnen, der Mad Scientist. So ist das nicht. Ich weiß nicht, ob das so cool war. Aber wenn der liegen bleibt, auf jeden Fall. Dann mache ich im nächsten Turn einen Eisblock. Lass die Schmerzen sprechen. Okay. Begrüßt die Lehre. Ich könnte mir hier vier extra Rüstung holen, aber ich glaube, das ist Quatsch. Ja, okay. Brauchst ja nicht gleich Rage quitten. Comeback is real, guys. Spiele beginnen. Dank. Hoffentlich meldet er mir nichts ab, was ich brauche. Egal. Ja, GG, verloren. Meine Hand ist zu voll. Gut gespielt. Schachmatt. Gute Leistung. Ja. Zwei Kombo-Karten gemeldet, direkt am Anfang hintereinander, das ist vorbei. Wäre eine davon gemeldet gewesen, hätte es noch geklappt. Aber zwei? Nee. Mediv gegen... Ist das derselbe?
Zorn. Mögen die Spiele beginnen. Ja, sehr gut. Ich grüße euch. Otschocke. Schucke. Euch füttere ich die Fische, Landratte! Mal gucken, wie wichtig ihm das ist, den 1-2er da wegzumachen mit der Waffe. Mich halt übelst weg trotzdem. Na gut. Das wird hart. Das wird richtig hart, Guys. Ich glaube nicht, dass ich das gewinne, weil ich habe noch 17 Karten im Stapel und ich bin auch weit davon entfernt, hier irgendwelche Sachen machen zu können. Und er hat mich schon halb down. That's the problem. Ja, und der macht mir halt einfach so generell viel zu viel Damage. Viel zu viel Damage.
Vielleicht. Das Ende naht! Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen alle zeigen. Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen alle zeigen. Oh, ich ahne nichts Gutes, Guys. Ich muss mich schleunigst leerziehen, sonst gibt es keinen mehr. Ich bin jetzt schon kurz vor knackig, also. Einmal kann ich nur einfrieren. Okay. Das war's. Das ist GG, Leute. Weil er jetzt schon meinen Eisblock triggern kann. Oh yes, that is over. Das ist einfach mal over. Schade, echt schade. Auch das noch. Ey. Ja, ich bin ein Trottel, was soll ich sagen? Dummköpfe. Ist eh vorbei. Ich probiere es. Okay, wenn ich jetzt richtig Glück habe und der meine Eisbarriere aktiviert. Vielleicht doch noch eine Chance. 8 Karten. 2, 4. Das muss ich noch spielen. Oh ja. Ein bisschen Glück gehabt. Aber ich habe halt nichts mehr zum Einfrieren. Also das war halt trotzdem. Eisblock muss auf jeden Fall. 2 Karten. Nee, ich brauche einen Imperator noch. Ich muss das noch spielen. Ich muss den noch vorher spielen, also den, dann den.
Und ein Imperator noch. Der kostet 6. Also 6, 7, 8, 19, 11. Selbst wenn ich einen Imperator ziehe, bin ich down. Bitter. Krass. Gut gespielt. Kann ich gewinnen? Schachmann. Gute Leistung. Ne, da kann ich nicht mehr gewinnen. Sagt die Uhr. Ah, einmal mache ich noch. Dann gehe ich in die Hayabubu-Kiste, beziehungsweise lerne noch was. Mediv gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Mögen die Spiele beginnen. Priest. Ja, Tiefenlicht-Orakel immerhin. Ich grüße euch. Grüße. Togwoggle. Togwoggle Mage? Würde das gehen? Geht mir gerade so durch den Kopf. Weil der Mage halt sehr viel hat zum Ziehen. Ja, das wäre eigentlich mana-technisch besser gewesen, aber ich will erstmal wissen, was er macht, genau. Ich möchte erstmal wissen, was er da vorhat. Mill dir mal schöne Karte, Kollege. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Mal schöne Karte abschmeißen. Tschüss. Ja, der scheint echt Meta zu sein, dieser Priester, ne? Den sehe ich so oft. Muss mal kurz irgendwie herausfinden. Inner Fire Combo Priest könnte das sein. Oder? Ja, nehmen wir noch eine. Oder sogar ein paar mehr. Ja. Schrei weg. Trank des Wahnsinns weg. Ich werde sie mir alle zeigen. Harrison Jones weg.
Ist jemand verletzt? Krass, ganz schön mutig, ey. Da noch Karten ziehen will. Realität erschaffen. So. Warte, wenn ich den nächsten Turn spiele, sind wir schon Liesel, ne? 6, 7, 8. Noch ein. Ah, gut, einer von denen fehlt noch. Eigentlich kann ich den trotzdem jetzt schon mal spielen, oder sehe ich das falsch? Ah, Simulacrum. Ja, next turn ist vorbei. 6, 7, 8, 9, ja, GG. Geil. Ja, gegen Priester scheint das echt gut zu funktionieren. Gut. Ich habe noch 11 Karten im Stapel, ne? Und schon die Combo perfekt. Also das ist echt selten. Ihr braucht meine Hilfe. Ach ja. In diesem Sinne, mit diesem schönen Ründchen, gebe ich ab. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.